Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir die Maskenquest zur Hälfte durch. Das heißt, zwei Masken haben wir schon eingetauscht. Die dritte tauschen wir jetzt ein. Und die vierte gibt uns unendlich Money. Und wenn nicht jeder unendlich Money? Oh, großartig! Du hast sie verkauft! Bitte zahle mir für die Schädelmaske die 20 Rubine! Bezahlung erhalten! Möchtest du die Geistermaske leihen? Ja! Ebenfalls mit C-Knopf tragen, eine Menge Leute kannst du damit erschrecken. Ja, dauert noch eine Weile, bis uns dann mal Auge der Wahrheit holen. Weil dann können wir auch den Schattentempel stürmen, weil erstmal machen wir die Maskenquest. Ja, ist so schön, haben oder nicht haben, ist hier die Frage. Insignien fürs Königsgrab, Zombie-Maske auf. Oh, grau, es ist Boris der Totengräber. Ah, nanu? Oh, ist nur eine Maske. Wow, ich bin ganz schön erschrocken. Gibst du mir die Maske? Ja. Mit dieser Maske sehe ich fast wie Boris aus. Cool. Hier ist das Geld. Mach ich auch so. Das lässt sich jetzt schon kombinieren, indem wir Gerudo Valley Spinne machen und Lake Hylia. Gerudo Valley Spinne und die Lake Hylia Spinne. Die uns noch aus. Die, glaube ich, uns noch aus. Aussteht. Oh. Lässt sich jetzt sehr schön kombinieren. Hat der Läufer seine Hasenohren. Die hier zwar effektfrei sind, aber in Majora's Mask doppelte Laufgeschwindigkeit geben. Und das hilft dir, solange du kein Pferd hast. Solange du kein krasses Pferd. Und ja, der Schuh ist Manitou. Wollte ich aber wieder rezitiert haben. Oh, großartig, das ist verkauft. Bitte zahlen wir für die Geistermaske die 30 Rubine. Zahlung erhalten. Hasenohren. Wimpelnde Hasenohren. Super süß. Die Hasenohren. Um zu zeigen, die Langohren sehen doch putzig aus. Wie schon gesagt, in Majora's Mask haben die einen Hui! Raserei-Effekt. Auf geht's. Kommen Sie ran. Weil jetzt ist, da wir ja die Kristalle schon längst haben, ist da auch ein Läufer aktiv. Ich weiß, die Maskenquest hätte ich auch viel früher machen können. Aber da hätte ich viel laufen müssen. Mit den Warp-Songs geht das ganz easy. Da sind es keine 10 Minuten und du schaffst locker die Hälfte der Quest. Während er da schön seinen Marathon läuft. Muss ich da auf den Läufer zielen?
Je mehr Spinnen wir haben, desto besser. Deswegen muss ich auch nicht mehr in den Schatten und... Nicht mal, ich meine nicht Schatten, Wasser und Waldtempel zurück. Will der sich mal niedersetzen? Ja. Ich wette, mit diesen Ohren kannst du die Stimme hören. Die Stimme hören, das sind die Ohren der großen, die der große Kürbis prophezeit hat. Hoppelühü! Mir ist egal, wie teuer sie sind. Ich muss sie haben. Verkauf sie mir. Klar. Mein Traum geht in Erfüllung. Ich habe Hasenohren. Hoppelhü. Fütter mich mit dem Hören. Für die Maske, die du 50 Rubine bezahlt hast. Was du 50 Rubine bezahlt. Der durchgeknallte Kerl hat dir jedoch mehr dafür gegeben, als du zählen kannst. Geh zurück zum Maskenhändler und gib ihm seine 50 Rubine. Also, wir haben volle Börse. Volle Möhre. Weil auch in zwei Kinder-Dungeons müssen wir nicht mehr rein, weil da haben wir sie auch. Wir müssen dann nur noch in Dodongos Höhle, dafür brauche ich aber Liter Vogelscheuche. Ich hoffe, diesmal schaffe ich es nicht, der Vogelscheuche zu holen. Und den man dann aber auch fortzuspielen. Dass wir da nicht in Stress kommen. Ich weiß nicht mal, ob ich die Spinne mir schon überhaupt geholt habe. Ich glaube nicht. Oder doch? Oder ja? Oder nein? Doch, die habe ich schon. Aber ich habe die andere Spinne ja noch nicht. Das Item unterm Wasserfall habe ich, da bin ich mir sicher. Körper direkt auf den Boden. Aua, das tut weh. So, das war die nächste Skulti. Ein Böhnchen können wir ja noch pflanzen. Dann zurück nach Hyrule Town. Geld abgeben. Stäbe-Upgrade oder Nüsse-Upgrade. Keine Ahnung, was da jetzt gibt bei den anderen Kollegen. Bei einem Käfer brauchen wir noch. So, jetzt brauchen wir den Käfer nicht. Angeln waren wir schon. Ja, die Spinne hatte ich noch nicht.
So, nächstes Symbol. Weil ich weiß, ich habe da ziemlich reingeimptet. Oh, eine Ocarina. Naja, an das Lied kann ich mich gar nicht erinnern. So. So. Ah! Nochmal. Gut, und das muss ich jetzt ihm vorspielen. Da muss ich, glaube ich, als Erwachsener das Lied nochmal vorspielen. Dann holen wir uns nämlich jetzt gleich die Maske der Wahrheit. Grain nochmal ab und dann geht's ab in den Brunnen. Was machst du denn? Du hast ja ganz schön lange gebraucht. Vielleicht solltest du ab und zu auf die Karte schauen. Link, das hier ist ein ruhiger See mit kristallklarem, kühlem Wasser. Auf seinem Grund befindet sich der Zugang zum Wassertempel. Die Soras wachen über ihn. Die Soras sind Angehörige von Soras Reich im Nordosten Hyrule. Sie sind stolze Amphibienwesen und seit Urzeiten der Königsfamilie treu. Ich hörte nur, einem Angehörigen der königlichen Familie würde der Zutritt zu Soras Reich gestattet. Ich bin übrigens gerade auf dem Weg zum Schloss. Wenn du mit mir kommen möchtest, halte dich an meinen Krallen fest. Ja, muss ich so hin? War nämlich gerade schön auf dem Weg. Hat sich gerade so schön ergeben. Das hat sich gerade so schön ergeben. Erstmal wieder auf Tag stellen. Dann geben wir nämlich das Geld ab, holen uns die Maske des Wissens. Dann kommen sie ran. Dann werde ich mich zwar schon mal Richtung Brunnen aufmachen. Oh, großartig, du hast sie verkauft. Bitte zahle mir für die Hasenohren die 50 Rubine. Hey, gut gemacht. Alle Masken sind verkauft. Ich wusste, dass du der richtige Mann, Junge dafür bist. Als Belohnung für deine Mühe sollst du eine ganz besondere Maske haben. Dies ist die Maske des Wissens. Ist eine mysteriöse Maske aus dem Erbe der Shikar. Suche und du wirst die verborgenen Kräfte der Maske entdecken. Sie ist nützlich und unheimlich zugleich. Warum sie unheimlich ist, das wirst du herausfinden, wenn du älter wirst und irgendwann den Sinn des Lebens erkennst. Vertrau mir. Die Maske des Wissens.
Ich habe Nachschub bekommen. Von nun kannst du jede beliebige Maske ausleihen. Vertrau mir. Das heißt, wir haben beide Tauschquests fertig. Das heißt, wir müssen noch zweimal warten. Dann haben wir auch den letzten größeren. Dann haben wir... Oh, viel durch. Alter, feier du mal hier nicht wieder AK-47. So, dann mal gucken, was so ein... Da du nun die Maske trägst, beginnt die Statue mit dir zu sprechen. Höre ihre Worte. Man erzählt sich, dass die Eule zwar unheimlich aussehe, aber einen sehr gutmütigen Charakter habe. So, da ich die Maske trage, quatscht der Stein jetzt auch mit mir. Man erzählt sich, dass eine Eule namens Methusa die Reinkarnation eines Weisen wäre. Ja, und das ist die Tierform von Rauru, wenn ich den Theorien Glauben schenke. Ich weiß nicht, ob es Nintendo bestätigt hat. So ehrlich muss ich sein. Ich weiß, was Gaming angeht. Viel, aber nicht alles. So, feuert ihr mal daneben. Ich gehe mal hier ins... Wie hässlich ist er jetzt? Hässlichkeitskontest? So hässlich, dass er von jedem Geld kriegt. Okay. Ich hoffe, ich werde nicht abgeknallt. Nee, ich krieg nur Geld. Okay. Okay, nehme ich. Dann gehen wir jetzt zum Friedhof. Ich werde da mal kurz in den Brunnen jumpen und da schon mal den Part beenden. Nice, perfekter Grave Jump. Hätte ich nicht hinbekommen. Wenn ich drauf anlege, hätte ich es nicht hinbekommen. So, da la, dich brauche ich. Carina lasse ich mal angelegt. Weil die brauchen wir ja noch einmal im Brunnen. Da gibt es ja auch eine Theorie zu, mit dem Boss aus dem Schattentempel.
Aber klingt ja irgendwie in sich schlüssig. Ich glaube, Commonwealth Realm oder so heißen die, haben das schon mal thematisiert. Ouch. So, die werde ich beim Feenbrunnen aufsuchen. So, da. Und genau hier werde ich den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.